Nach der Aufbereitung mit Reciproc wählen Sie die Größe des Gutta Fusion Obturators analog zur final verwendeten Reciproc-Aufbereitungsgröße. So wählen Sie beispielsweise für das Reciproc-Instrument R25 den Gutta Fusion vor Reciproc-Obturator R25. Stellen Sie dann die ermittelte Arbeitslänge mit Hilfe des Stoppers und einer Messlehre am Obturator ein. Schalten Sie den Ofen ein, indem Sie eine der beiden Tasten einen Augenblick lang gedrückt halten. Um den Obturator zu erwärmen, hängen Sie diesen in die Halterung des Ofens ein. Bitte beachten Sie, dass sich der Silikonstopper unterhalb der Halterung befindet. Alle Größen der Gutta Fusion Obturatoren werden auf Stufe 1 erwärmt. Nach Trocknung der Kanäle applizieren Sie den Sealer, zum Beispiel TuSeal oder TuSeal EasyMix, mit einer sterilen Papierspitze dünn und gleichmäßig im Wurzelkanal. Überschüssigen Sealer entfernen Sie mit einer weiteren Papierspitze. Zum Füllen des Wurzelkanals entnehmen Sie den erwärmten Obturator aus dem Gutta Fusion Ofen. Der Griff des Gutta Fusion Obturators kann sowohl mit Fingern als auch mit Pinzette verwendet werden. Bringen Sie den Obturator mit gleichmäßigem, apikal gerichtetem Druck langsam auf Arbeitslänge ein und verweilen Sie einige Sekunden mit leichtem Druck. Träger und Griff des Obturators können Sie durch seitliches Biegen nach links und rechts am Kanaleingang abtrennen.